Son Goku und Vegeta bekommen eine Einladung von einer mysteriösen Person zu einem Kampfturnier. Als sie hingerichtet wurden, waren ihre letzten Worte... Nein, halt. Moment. Da stimmt was nicht. Falsch. Wie ging die Geschichte? Ach ja, Moment. Son Goku und Vegeta haben die Insel Koridai überfallen. Nein, das war auch falsch. Ach ja, jetzt habe ich hier von Connor the Play habe ich folgende Story bekommen. Son Goku und Vegeta bekommen eine Einladung von einer mysteriösen Person zu einem Kampfturnier. Als sie dort ankamen, stellte sich heraus, dass es eine Falle ist. Die zwei erkennen plötzlich 5 bekannte Gesichter, die niemand anderes als Turtz, C13, Metal Cooler, Broly und Bojack sind, die sich an Son Goku und Vegeta rächen wollen. Gut, Bojack müsste sich eigentlich mehr an Son Gohan rächen, aber das ist egal. Es ist trotzdem eine schwierige Scheiß-Challenge. Oh Gott. Das wird schwer. Das wird sehr schwer. Eieieiei, Connor the Play. Du willst mich leiden sehen. Pff, geh mal's an. Scheiß drauf. Aber scheiß drauf, Malle ist nur einmal im Jahr und deswegen gehen wir jetzt in die Cell Games Arena, wenn das Ganze schon ein Turnier sein soll. Hallo, Yamchu. Du hast bei Turnieren eh keine Chance. Gut, dass sie dich nicht eingeladen haben. Aber wer sollte sich schon an Yamchu rächen wollen? Hat der nie was gemacht? The Joke of All Saiyans. Na warte! Du dumme Nuss! Ist doch deine dämlichen Früchte. Mach dich auch nicht stärker. Oh shit. Ha! Oh. So. Mit Energie haushalten ist ja angesagt. Ich sollte nicht zu cocky werden, was den Nahkampf angeht. Ja, genau, weil sonst läuft es nämlich ganz schnell so. Und ich bekomme Probleme. Aber wisst ihr was? Ich leg mal direkt als Super Saiyajin los, sonst wird es ein bisschen schwierig. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Obwohl wir gegen einen solchen Unterklasse-Krieger eigentlich keine Probleme haben sollten. Auch als normaler Son Goku. Stirb, Turtz! Tja, und als letzte Hoffnung dann Vegeta, der alte Cheater. Wow, als Super Saiyajin läuft's gleich viel besser. Hauen wir doch noch ein Kamehameha hinterher. Ein wütendes. Und schon ist Turtz erledigt. Krass. Ich habe einen Mordsrespekt vor Super 13, das wisst ihr. Ja, mal gucken, wie das läuft. Deswegen direkt zweifacher Super Saiyajin. Und hau weg die Scheiße. Heia. So, mal sehen. Instant Transmission. Hat nicht hingehauen, so wie ich das wollte. Aber das ist egal. Oh, schiddelisch. Oh, schiddelisch. Oh, yeah. Und weg mit dir. Oh, shit. Da bin ich aber auch genau rein jetzt, ne? Also, wenn ich Super 13 jetzt nicht besiegen sollte mit Son Goku, kann ich die Challenge eigentlich direkt neu starten. Oh, ich hasse diese Attacke so sehr. Oh. Es war eigentlich auch von C13 die Rede, aber ich dachte mir, okay, wir haben so oft C13 und nie Super 13 gehabt irgendwie, dass das jetzt einfach mal eine größere Herausforderung wäre, nochmal zusätzlich, wenn ich einfach immer die ultimativen Formen direkt nehme. Also auch von Bojack und von Broly. Gerade läuft mir das aber doch ein bisschen zu beschissen. Sehr schön, das hat mal hingehauen. Oh Gott. Hi. Das war mal schön. Da habe ich ihn schön in die Falle gelockt.
Und trotzdem, es sieht nicht so gut aus für mich, sage ich ganz ehrlich. Wenn ihr gesehen habt, wie Broly im letzten Part gegen mich reingehauen hat, dann wisst ihr, dass ich alleine dafür schon jede Menge Energie brauchen werde. Und wenn Son Goku dann nicht mehr zur Verfügung steht, schon relativ früh, habe ich eigentlich keine große Chance, das hier zu schaffen. Ich hoffe, dass ich gegen den dritten Charakter noch ein bisschen was ausrichten kann. Das wird Metal Cooler sein. Und das wird auch eine harte Nummer. Also ich bin nicht zufrieden, wie das bisher läuft. Das hat gegen Super 13 jetzt doch ordentlich gekostet. Deswegen machen wir wieder das. Ah, schön. Wieder reingelegt. Ella Badge, Ella Badge. Nö, 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 nö. Gut, dass der nicht so viel Energie hat. Dass der nicht so ein Tank ist. Oh, shit. Oh, shit. Jetzt habe ich mich in die Falle locken lassen. Oh. Oh, shit. Shit. Nicht Bojack, Broly und noch ein Rest von Metal Cooler. Das wäre eine mittlere Katastrophe. V-Mode disconnected. Bitte nicht. Bitte nicht schon wieder Probleme. Nee. Controller funktioniert noch. Das habe ich in letzter Zeit öfter, die Meldung. Ich weiß nicht, was da los ist. Und weg, weg, weg. Das war zu spät. Scheiße. Und jetzt habe ich tatsächlich ein Problem und, Beat it, Punk! Das könnte tatsächlich sehr, sehr schwer werden. Oh, war ja mit einem normalen Vegeta gegen Mr. Steroiden-Meister. Alter! Ah. Dropkick! Und wie er beginnt. Alter! Nicht zu fassen. Das wird so dermaßen schwer. Das muss direkt mit so einem Goku eigentlich besser laufen. Jetzt bin ich doch ein kleines bisschen auf Energiegespamme leider angewiesen. Alter! Das ging voll in die Hose. Ich hätte nicht den Final Flash benutzen dürfen. Aber es ist durchaus machbar. Es ist durchaus machbar. Ah. Shit! Aber den Final Flash sollte ich vielleicht einfach lassen. So, und jetzt noch den Zweifachen reinhauen. Let's do it, genau. Wild Sands, sehr gut. Wilder Sinn haben wir auch schon drin. Juhu. Gut. Und Broly mit ein bisschen Energie gespamme. Ein bisschen ist gut. Direkt eine schöne Begrüßung. Und den wilden Sinn haben wir auch noch drin. Und Vegeta ist noch im gelben Bereich, also vielleicht, wenn ich jetzt nicht zu cocky werde, dann schaffen wir das auch. Und das. Sehr schön. Ja! Und der wilde Sinn haut nicht mehr hin. Doch, jetzt, weil ich habe ihn wieder eingestellt. Oh shit. Oh, sehr gut. Noch war's doch nicht so ein Scheiß. Und das war's. Ziemlich lame beendet eigentlich. Aber ich wollte jetzt nicht nochmal eine Energieattacke einsetzen. Das habe ich schon genug gegen Broly getan. Ich hab's doch geschafft. Aber gar nicht so einfach. Aber jetzt, wenn es dann am Ende doch halbwegs souverän dann noch hinhaut, bin ich immer ein bisschen geknickt, wenn ich dann doch so viel Energiegespamme gemacht habe, sag ich ganz ehrlich. Ich versuch's ja, aber ich hab zu viel Angst, es dann doch ohne zu versuchen, bei solchen schweren Challenges. Das ist schon nicht so einfach.
wenn du gegen 5 Charaktere mit 2 Charakteren antreten musst, auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad und 3 davon sind dann auch noch schwere Gegner mit viel Energie. Das ist so eine Sache. Bojack und Broly gehören schon mal nicht wirklich zu den einfachsten Herausforderungen, Super 13 auch nicht. Ja, aber gut. Ja, das war so eine Art Best of Movie Star. Haben wir denn eigentlich noch irgendwelche Movie-Gegner hier? Will ich gerade mal überlegen. Lord Slug haben wir noch. Das könnten wir mal noch nehmen. Nehmen wir nochmal Vegeta, oder? Einfach mal so zum Spaß, weil er sich gerade so gut geschlagen hat. Wo ist denn Vegeta? Da ist Vegeta. Hallo Vegeta. Vegeta, du alter Cheater. Und du darfst antreten. Gegen Slug. Da krisch Plack. Wir hätten noch den normalen Cooler. Der war auch, glaube ich, ursprünglich für die Challenge vorgesehen, aber weil schon Metal Cooler mit dabei war, wurde das Ganze geändert. Was ist sonst so ein Movie-Gegner hier? Hildegarn hätten wir eventuell. Gegen Lord Slug Hildegarn. Oh, Janemba haben wir natürlich auch noch. Komm, Janemba. Nehmen wir Janemba, finale Form. Und ich denke, Hildegarn hinten dran wäre vielleicht noch zu heavy, oder? Gehen wir mal an. Komm, dann haben wir richtig Movie-Star heute mal. Und danach können wir immer noch Hildegarn nehmen. Komm, sterbender Namek. Warum nicht? Wir haben nichts zu verlieren. Um dem Ganzen nochmal eine... Ah, das ist doch schön. Das ist doch schön einladend hier. Muss man sagen, das ist eine der epischsten Stages eigentlich. This could be fun. This could be fun. Ist doch schön. Ein Namekianer auf dem sterbenden Namek fertig. Oh! Machst du gerade Energiegespam? Machst du dasselbe wie ich? Hör auf, dasselbe wie ich zu machen. Sei niemals wie ich. Ich hätte vielleicht noch seine finale Form auswählen können, oder? Big Bang Attack! Oh, das hat hingehauen. Krass. Und tschüss. Big Bang Theory. Ja, Vegeta ist eigentlich der Sheldon aus Dragon Ball, oder? Was, wie komme ich darauf? Wer könnte der Sheldon aus Dragon Ball sein? Jetzt sagt nicht Yamchu. Das wär immer interessant. Eigentlich die einzige, die wirklich intelligent ist, ist Bulma, oder? Aber das geht nicht. Bulma ist ja dann quasi schon Penny, oder? Oder soll C18 Penny sein? Ach ja. Beat it, Punk. Nochmal Big Bang Theory Attack. Das wäre echt. Das war so klar. So, machen wir einmal das. Und machen wir für einen Spaß noch das. Und jetzt let's do it. Kumpelchen Dropkick. Wrestling Attack. Welcome to Suplex City. Oh shit. Yeah. Nein. Wie gesagt, ich mag Brock Lesnar eigentlich nicht. Vielleicht mag ich ihn aber seit dem Sieg über Goldberg nicht mehr. Ich weiß auch nicht, Brock Lesnar hat mich nie so beeindruckt. Ja, ich bin auch nicht mehr beim Wrestling von heute so drin, sage ich ganz ehrlich. Meine Ära war die Attitude-Ära aus so den späten 90ern. Das war meine Wrestling-Ära. Tatsächlich eine Zeit lang sogar eher WCW als WWF. Was daran lag, dass es halt auch im DSF immer die Zusammenfassungen gab. Und jetzt habe ich ein Problem. Weil ich bin so gut wie Toad. Weil ich bin so gut wie Captain Toad. Wieso bin ich so gut wie Captain Toad? Ich habe den wilden Sinn schon aktiviert, deswegen darf ich ihn nicht nochmal einsetzen. Verstehe. Und jetzt musste ich aber leider auf Energiegespamme zurückgreifen. Was anderes blieb nicht.
Ich will als Sieger vom Platz gehen. And that's the bottom line. Because Vegeta said so. Ah, shit. Oh, das war doof. Machen wir jetzt nochmal Hildegard reinhauen, so als Movie-Gegner. Wer könnte besser gegen Hildegard sein als... Machen wir mal random, komm. Oder nee, wisst ihr mal was? Wir nehmen mal jemanden, hier den hier, mit dem ich weder umgehen kann, noch dass wir ihn, glaube ich, bisher auch nur in einer einzigen Challenge hatten. Ich glaube, Majin Buu, das wahre Böse, hatten wir ihn auch nur ein einziges Mal? Ich glaube nicht. Das dürfte sogar hier so ziemlich der einzige sein, den wir noch gar nicht hatten. Sogar Yajirobe hatten wir, glaube ich, schon. Wäre auch ein schöner Held irgendwie gegen Hildegard. Aber ich glaube, wir nehmen einfach mal Majin Buu, das wahre Böse. Ich kenne seine Attacken kaum. Ich weiß gar nicht, wie ich das hier jetzt machen soll. Das wird wahrscheinlich ziemlich auf die Schnauze geben. Aber das machen wir jetzt einfach mal. Oh, das gibt sowas von auf die Schnauze. Sonst kriegst du gleich einen auf die Schnauze. Ja, mach du mal. So, das war schon mal schön. Kaikosen, immerhin. Kaikosen ist gut. Und Mystic Breath ist eigentlich auch... Mystic Breath of the Wild? Das ist ein... Oh, das war böse. So. Boah! War das auch 10.000 Schaden? Krass. Aber gegen so einen Tank brauche ich auch diese Attacken. Was hat der eigentlich als ultimativen Finisher? Machen wir erstmal Mystic. Oh shit, krieg ich gerade nicht hin. Oh Gott. Jetzt krieg ich seinen Finisher nicht mehr hin. Da hat er mich jetzt schön gestunt. Okay. Alles oder nichts! Super Explosive Wave, oh Gott. Das. Hat das gerade echt keinen Schaden gemacht? Was werde ich sowas von verlieren? Oh Gott. Ja, komm, wie soll ich mit einem kämpfen, der schon so kränklich ist, dass er die ganze Zeit am Husten ist? Oh ja, das ist super. Und Würfe funktionieren auch so gut gegen Riesen. Was habe ich mir jetzt selber gedacht? Boah, 10.000 ist aber echt krass. Ein paar mehr von diesen Attacken? Und ich hätte es wahrscheinlich ziemlich locker geschafft. Aber ich denke mal, ich habe jetzt genug Spamme mit Vegeta gemacht und jetzt ist es halt auch mal Zeit zu variieren, selbst wenn wir den Kampf verlieren sollten. Aber ich habe doch gesagt, ich will als Sieger vom Platz gehen in jedem Fall. Och man, ich weiß doch auch nicht. Ich wechsle meine Meinung in Ewi-Unterhosen. Also nicht oft. Oh, schön. Alles oder nichts. Boah, krass, wir haben es geschafft. Du sagst es. Das war eigentlich gar nicht mal so schlecht. Okay. Mit so einem kann man ja auch ruhig mal ein bisschen experimentieren. Alles klar, dann danke ich Connor the Play für eine interessante Challenge. Und ja, wir nähern uns dem 150. Part, dem großen Showdown.